letztes Talent haben wir heute Abend noch, das auf die Bühne möchte. Und die hat am längsten warten müssen, Nina Schwarzott. Wie geht's dir denn so gerade? Nervös, aber nicht vom Auftritt, weil ich freue mich einfach nur mal drauf und vor der Entscheidung natürlich. Du wärst ja heute Abend gar nicht hier, wenn dich die Chili-Zuschauer in der zweiten Chance sozusagen weiter gewotet hätten. Danke. Wo hast du denn das erfahren, dass du doch weiter mit dabei bist? Also wir haben Info gehabt, also Informatik in der Schule. Info. Und ich bin halt angerufen worden und ich habe überhaupt nicht mehr dran geglaubt. Also ich habe mir gedacht, das wird nichts mehr. Und dann bin ich halt auf den Gang gegangen und alle waren still und das Handy hat halt geläutet und dann habe ich abgehoben. Dann hat er gesagt, dass ich weiter bin. Ich habe gedacht, da pack's nicht mehr. Das war Wahnsinn. Ich bin durch den ganzen Gang in der Schule gerannt wie eine Verrückte und habe geschrien und dann bin ich in die Klasse reinkommen und dann haben alle gefragt, ja und? Dann habe ich geschrien, ich bin weiter und alle haben sich so gefreut. Und du singst heute Abend ein selbstgeschriebenes Lied? Ja. Wow. Großes Risiko. Ja, ich weiß, aber ich wollte schon immer mal auf so einer Bühne stehen, vor allem auf so einer Bühne. Mit deinem eigenen Lied. Und mit meinem Lied, ja. Und das Coole dran ist, alle Songs, die von den Künstlerinnen und Künstlern selber geschrieben werden, die sind dann am Ende der Sendung für Sie zum Download bereit. Also heute werden das die Grabenlandburm und dein Song. Ja, dann so richtig kann man kaufen. Aber zuerst musst du mal singen gehen, oder? Genau. Nina, ab auf die Bühne. Danke. Mama und Papa sind nervlich. Jetzt oder seid ihr ganz aufgeregt? Nein, ich weiß, dass die Nina den Song sicher schön singen wird und bin überzeugt davon. Sitzt dann zu Hause im Jugendzimmer und schreibt Songs statt. Ja, das passiert so. Ja, also das macht sie auch, aber das zieht sie sich dann zurück, dann merke ich, es ist der Zeitpunkt und dann schreibt sie und dann sagt sie irgendwann, Mama, komm, hört ihr das so an. Und durch die Motivation jetzt, die jetzt ist, durch die große Chance, sind noch zwei Songs entstanden und das ist natürlich wunderschön. Und ich freue mich für sie. Sie hat die Musik im Blut und das ist schon fein. Also ich bin stolz auf sie und freue mich jetzt auf den Auftritt. Wir alle, wir freuen uns. Start Nummer 10 heute Abend. Nina Schwarzott. Hallo, ich bin die Nina. Ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Bad Fischau. Ich war zuerst uraufgeregt. Ich habe mir gedacht, ja, das geht schon irgendwie. Und dann habe ich auf einmal gespürt, oh mein Gott, ich muss jetzt raus. Nina, es geht los. Toi, toi, toi. Und dann, wie ich dann rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, wow, das ist cool. Und dann habe ich die Leute gesehen und dann die Jury. Und da fühlt man sich ein bisschen berühmt irgendwie. Du hast deine große Chance. Bitte. Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Nina! Ich fand's großartig. Danke. We are beautiful, no matter what they say. Words won't bring us down. Perfekt. Von mir plus auf jeden Fall. We are beautiful. Ich hab schon gedacht, ja, es besteht eine Chance und ich habe 4 Plus bekommen. Und mein Papa hat dann die ganze Zeit gesagt, ja, du kommst eh fix weiter, meine Freundin auch. Dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht haben sie ja recht. Aber leider wurde Ninas Hoffnung auf eines der ersehnten Halbfinaltickets bei der Entscheidung der vierten Castingrunde nicht erfüllt. Das sind sie, die 4 Talente, die wir auserwählt haben. Ja, es war bei der Entscheidung natürlich dann schon enttäuschend. Ich habe aber gedacht, ja, das macht ja nichts, vielleicht komme ich ja nochmal bei Chili weiter. Und prompt wurde die stimmgewaltige Niederösterreicherin von den TV-Zusehern fürs Halbfinale nachnominiert. Und das ist jetzt ein Wahnsinn eigentlich, dass ich da stehen darf, dass ich im Halbfinale sein darf. Das ist eigentlich so ziemlich der größte Traum, den ich mir geträumt hätte. Und das ist jetzt die große Chance für Nina Schwarzott. Did you hurt me?
Danke. One More Try, wie gesagt, wie alle selbstgeschriebenen Songs nach Ende der Sendung auf den diversen Download-Plattformen zu kaufen. Nina, ja. Selber geschrieben? Ja, mit einem Freund aus der Schule. Also ja, ich habe auch noch mehr selbstgeschriebene Songs fürs wie Finale. Wie viele hast du schon geschrieben? 4. Das ist ein kurzes Konzert. Ja, aber ich arbeite noch dran. Ja, wie schreibt man einen Song? Der ist jetzt entstanden dadurch, dass also ich und der Simon, das ist ein Schulkollege von mir, wir sind halt so gesessen und haben uns gedacht, ja, wir wollen einen Song schreiben. Und dann haben wir halt... Der Simon, da ist er. Und wir haben... wir haben uns gedacht, ja, die meisten Songs sind über Beziehungen, also schreiben wir auch einen. Und dann haben wir halt uns vorgestellt, eben wie das wäre so, wenn man so verletzt werden wird, was... und dann sind wir halt... Ziemlich haben wir einen gefühlvollen Song kreiert sozusagen. Und jetzt ist es eigentlich so eine tolle Nummer geworden. Ich bin so wahnsinnig. Es geht mich gar nichts an, aber der Simon und du und nein. Wenn du da so theoretisch drüber schreibst, wie das... Der Armin Wolf in mir wollte das jetzt noch hinterfragt haben. Wir schauen mal darüber. Man muss ja sagen... Sabine, ihr habt ja die Nina nicht weitergeschickt ins Finale. War das eine Fehlentscheidung, wenn man das jetzt sich heute hier angeschaut hat? Wir hatten damals eben, wir schauen aber so ein bisschen, ja, wir haben nur ein Mädel, wie schaut das aus? Es haben dann die roten Haare doch weitergebracht. Um ein Haar, wirklich. Wir haben so gehofft dann, dass sie noch ehrlich, weiterkommt. Wir müssen dazu sagen, wir haben tatsächlich auch auf Chili gehofft und wir haben so ziemlich gewusst, dass du bei Chili weiterkommen wirst. Wir haben ja nur, die haben nur die 3 Plätze gehabt, aber wir waren uns ziemlich sicher, dass du gut genug warst, um bei Chili dann weiterzukommen. Nur mal so viel dazu, um uns zu entschuldigen dafür. Hast du ihn gehaut, weil sie nicht weitergekommen sind? Bist du nicht auch über Chili weiter? Also was ich total schätze an dir ist, dass du sehr, sehr jung schon eigentlich weißt, was du willst. Du klingst immer so in Richtung Country eigentlich für mich und du hast echt eine super schöne Stimme, schaust gut aus und du bist vielleicht auf der Bühne nur ein bisschen so, aber das kenne ich von mir auch, aber es ist echt schön, dir zuschauen und zu hören. Danke. Wir brauchen Plus und Minus. Verstanden? Noch einmal von euch zum letzten Mal heute in diesem Halbfinale. Ich will noch kurz was sagen, und zwar zu dem selbstgeschriebenen Song. Es ist immer ein großes Risiko, einen selbstgeschriebenen Song hier vorzutragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Simon und Nina, ihr habt ja den Song geschrieben. Hi Simon. Wenn es dann zum Refrain kommt, gebe ich euch einen Tipp. Der Refrain muss mehr aufgehen, der muss höher, die Melodie muss catchiger sein als das, wie es war. Der Refrain klang eher wie eine Bridge zum Refrain. Und dann hätte der Refrain noch kommen müssen, es hätte noch aufgehen müssen. Also ich glaube, dass dir heute zum Verhängnis wird, dass du keinen Song gesungen hast, den die Leute kennen, sondern einen Song, den du selber geschrieben hast und der leider nicht so gut melodiös war, wie es hätte sein müssen für so Ohren. Ich weiß es nicht, das Publikum muss entscheiden, aber Simon, hast du mitgekriegt, was ich gesagt habe? Ja, das muss mehr aufgehen, die Melodie muss mehr refrainiger sein, ja, mehr chorusmäßiger muss das sein. Ja, haben wir schon gecheckt. Komm, aufgehen. Ja? Entscheide dich. Ja, ich entscheide mich leider für ein Minus. Oh, ich glaube, bei dir muss noch deine Persönlichkeit aufblühen. Moment, ist nur Stimme da, die spricht für dich, aber komm aus dir noch mehr heraus. Ich drücke aber Plus, weil singen kannst. Bist du immer noch 14? Ja. Bemerkenswert. Danke. 3 plus 1 Minus und ein paar Tipps vom Songwriter Sido. Zufrieden, Nina? Ja. Dann schauen wir, wie es ausgeht. Nina Schwarzort, meine Damen und Herren.